Was ist vorne? Da oben ist ein Leben. Ich bin zu doof. Ich bin zu doof für dieses Spiel. Eine glatte Episode nur für den Kack-Elefanten-Friedhof. Okay. Ich laufe jetzt einfach nur noch durch. Scheiß auf Geier! Na! Ah! Boah, leck mich, ey. Oh Mann. Jetzt nerven auch die scheiß Geier. Eigentlich habe ich mir ein schöneres Let's Play erhofft, aber hätte ich mich besser erinnert, hätte mich scheiße jetzt nicht. Oh, egal. Ich wollte Let's Play, ich Let's Plays. Und? Nein, natürlich schaffen wir es nicht. Ah, Hyänen, Geier, ich krieg nichts auf die Reihe. Okay, das Leben holen wir uns aber. Au! So. Hyäne. Ich hasse Hyänen. Außer Shenzi, Banzer und Ed, die mag ich. Die sind lustig. Na, oh, verdammt. Tot. Nein, noch eine. Ich habe Angst. Simba, tu doch was. Hier, kratz ihn. Brüll. Na, Dreck. Auch noch erwischt. Na, kurz einen Schluck trinken, Energie tanken. Oh Gott. Wir sind kurz davor hier. Komm schon, Simba. Blitzen durch, jeden töten, abhauen. Ach, deswegen habe ich sie nie geschafft. Ja. Autsch. Jawohl, das wollte ich. Leben holen. Falls es noch da ist. Ich glaube, es ist wieder da. Nein, es ist nicht mehr da. Scheiße. Also heißt es hier nur noch Skill zeigen. Ich will da nicht runterfallen. Weil sonst müssen wir das schöne Level komplett von vorne machen. Obwohl wir das nicht wollen. Zwar ohne Hyänen und Geier, obwohl. Erste Hyäne weg. Jawohl. Nein. Ja. No. Ah, nein. The King has returned. Wir haben nur noch eine Continue. Da kommt. Warum ich brülle? Keine Ahnung. Einfach weil ich es kann. So. Runter. Springen. Knochen aufwirbeln. Hähne austricksen. Nein! Oh! Mensch. Das hat doch eben 100-mal geklappt. Und beim 101. Mal klappt es natürlich nicht. Jetzt geht's auf einmal, Simba, nachdem du ein Leben geopfert hast. Wäre schon längst für jeden Vorteil.
sterb. Double Kill, yes. Jawohl, so geht's doch, Simba. So. Da unten war's sicher. Geier ausschalten. Das ist unfair. Mann. Simba. Ich mag Löwen eigentlich. Aber du bist langsam ein Grund, warum vielleicht bald anfangen werde, Löwen zu hassen. Nein, 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 nein. Verschwinde, Geier. Schnapp dir eine Hyäne an, der ist mehr dran. Die sind größer. Aber wahrscheinlich schwer verdaulich. Au. Na. Ey, alle meine Continues am verkackten Elefantenfriedhof verballert. So. Ah, das war die falsche. Ja, kämpfen gegen drei Hyänen, dann weiß man natürlich nicht, welche was schon gemacht hat. Man sah anfängt zu hecheln. Ja, die hecheln natürlich, weil sie verhungert sind. Und dies nutzt unser lieber Scar aus. Na, komm, Sprung. Machen wir jetzt einfach nur Speedrun-mäßig. Ah ja, da war ein Käfer. Na, komm schon. Sprung und Sprung und Sprung und hoch. Na los, hoch mit dir. Hier war der Geier. Nix da. Heute gibt's keinen Löwen. Such dir ein anderes Opfer. Nein, Hyäne. So, schön runterkugeln. Was? Der braucht drei Treffer? Na, halte ich mich lange daran. Auf! Leben holen. Wir haben vier Leben. Ist das nicht episch? Jetzt aber. Tschüss. Okay, und ich muss auch bedenken, dass ich noch eine dritte Hyäne killen muss. Ich habe jetzt schon keine Energie mehr. Wo ist die dritte? Ah! Hyäne, komm, mach was. Ah! Mann, ey, ich könnte kotzen. Sorry, Leute, aber langsam macht mir das keinen Spaß, ständig diese selbe Scheiße immer und immer zu machen, ey. Geier, noch ein Geier. Habt ihr Glück. Irgendwie brauche ich mich nicht zu kümmern. Leben kann ich mir so schon nicht mehr holen. Continue will ich mir auch nicht holen. Ist mir zu riskant.
Gott, riskiere ich nicht mein Leben. So. Ja, natürlich musst du in dem Moment springen. Aber wie die sterben, ist geil. Na komm. Okay. Komm. Mach was. Na ja, klar. Geschafft. Geh auf. Und zurück. Und da sitzt Ska und hegt seinen... macht seinen bösen Plan. So. Es ist Stampede. Ja, die Herde. Oh ja. Solche Level mag ich auch. Ist ja ein Witz. Na, Ska, sind wir in die Schlucht gelockt. Komm, gib eine schöne Überraschung für dich von deinem Papi. Na. Steine. Gnus. Ja, war ja klar. Dann hat er die Wien dazu angedeutet, die Gnu-Herde, die da oben rumstand. Und runter zu jagen, damit Simba von den gejagt wird. Schickt Wasser hinterher, damit die Herde am Austicken ist, das Zimmer da unten ist. Und schon ist der Plan. Das ist der ganze Plan eigentlich. Naja, er gelingt auch, weil Wasser schafft es zwar Simba irgendwie zu retten, aber wird dann von Ska beim Hochklettern an der Klippe hinuntergeschmissen und stirbt so. Traurige Szene, ey. Das ist jetzt auch traurig, ey. Ich hab schon, glaube ich, 20 Mal einen besoffenen Löwen gesehen. Na, auf diese Weise tötet halt Ska Mufasa. Dann kommt er so an, zwar, was hast du getan? Tut so, als wäre Simba schuld dran gewesen. Bin ich ein bisschen eklig. Kein netter Onkel. Boah, bist du lahm genug. Ja, guck mal, jetzt hab ich einen Kumpel umgerannt. Ah, wir können hier springen. Das ist das Einzige, was wir können. Also ich sollte schon ein bisschen auf meine Energie achten. Auf die Steine, auf die Gnus, bla. Außerdem kann man sich die Fragezeichensteine hier gut merken. Darüber. Nein. Doof. Jetzt schaffen wir's. So. Ich muss hier ein bisschen die Gnus beobachten. Ah, und nachdem das immer fortgejagt hat, so lauf, kommen die wieder zurück und schieß mich tot. Schickt er die Hyänen hinterher. Das wird das nächste Level, ey. Das Level habe ich auch nie gemocht. Aber. Na, die Erde ist so kein schönes Level, ey. Ich kann euch mal brüllen, ey. Ja, die Gnus erschrecken. Ja. Aber die Musik ist toll. Das ist also getrost. Mensch, verschwinde endlich genug. Wow, wir haben es geschafft, über einen Stein zu springen. Ach, da war der. Da kommen jetzt zwei Gnus. Noch ein Gnu. Sprung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 verbringt nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 21, 22. Ja, 2 Sekunden brauchen wir, um aufzutauchen. Ich versuche jetzt gerade ein bisschen die Mechanik des Levels zu verstehen. Weil ich vielleicht auch mal vor Steinen stehen bleiben kann. 21, 22. 21, 22. Jawoll. Wegspringen. Komm schon. Nein. Ah, noch ein Fragezeichen. Stein!
Aber ich glaube, wir haben es jetzt. Jawohl!